Hallo zusammen! In dem Video über die Neon-Nagellacke habe ich ja schon so ein bisschen über diesen Essence Peel-Off Base Coat geredet. Und zwar, so sieht die Flasche aus, der Lack ist weiß und ihr tragt den großzügig auf eure Nägel auf. Lasst das mindestens 10 Minuten gut trocknen und könnt dann euren Nagellack, ja, euren Wunschnagellack auftragen. Und dann muss es halt ganz normal trocknen und ihr dürft aber anschließend mindestens 3 Stunden kein warmes Wasser benutzen. Ich muss jetzt sagen, das Video habe ich gestern gedreht mit den Neonlacken. Und ich weiß nicht, wo kann man das sehen? Hier. Hier ist es schon abgeplatzt. Hier ist mir eine kleine Ecke abgeplatzt. Von denen hier will ich gar nicht reden. Und ich bin extrem enttäuscht. Weil, also das ist jetzt mein zweiter Versuch. Es liegt also auch nicht an diesen billigen Nagellacken, dass das abgeht. Achso, ich zeige euch jetzt erstmal, bevor wir das hier noch weiter abholen, als es eh schon ab ist, wie ich das gestern aufgetragen habe, beziehungsweise diesen kurzen Einspieler aus den Neonnägeln. So, nicht wundern, der ist anfangs weiß, der Nagellack, aber ihr sollt ihn sowieso 10 Minuten aushärten lassen mindestens und der wird nachher durchsichtig. Das sehen wir gleich. So, und während die Hand noch ganz weiß ist, könnt ihr schon an der erkennen, dass das ja wie so ein Klarlack wirkt. Ja, jetzt warten wir, bis das richtig eingetrocknet ist und dann kommen die Neonlacke drauf. So, und wie man gut sehen konnte in dem Video, ist es halt erst weiß und mit dem Trocknen wird der Lack durchsichtig. Das finde ich schon mal sehr gut an sich. Es nützt bloß nichts, wenn es eben nicht hält. Das finde ich total traurig. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es jetzt nicht so aussehen würde. Normal kann man jetzt hier einfach drunter haken und soll das abziehen können. Ja. Fühlt sich so ein bisschen gummimäßig an. Ich muss sagen, dass da, wo das hier schon abgegangen ist, ne, wenn ich mir dann die Hände gewaschen habe, habe ich richtig gemerkt, wie das immer weiter zurückging. Also weiß ich nicht, das ist ganz ehrlich. Würde ich mir nicht wieder kaufen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt diese Lampe nicht habe. Vielleicht härtet die das besser aus. Es gibt ja nur diese UV-Lampe da von Essence extra für die Gelnägel. Und ob das damit dann besser aushärtet. Ich meine, so jetzt dieses Entfernen hier, das funktioniert ja ganz gut. Dass da jetzt so ein paar Fetzen hängen bleiben, finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Die kann man noch abholen. Schlimm finde ich aber, dass ich dieses Nagel-Tutorial mit den Neon-Nägeln wirklich gestern erst gefilmt habe und der Nagellack eben schon wieder, oder dieser Peel-Off-Lack schon wieder so kaputt ist. Das finde ich echt Mist. Bin ich derbe enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache da dran. Und wie gesagt, an dem Billig-Nagellack kann das auch nicht liegen, weil ich habe ein paar Tage zuvor, habe ich das schon mal ausprobiert. Und zwar mit dem Essence Lack. Und da ist mir genau das gleiche passiert. Nicht auf allen Nägeln. Ich meine, wie man hier sieht, der Daumen zum Beispiel sieht ja auch ganz in Ordnung aus. Aber ansonsten, was nützt mir das, wenn nachher irgendwie 1, 2 Nägel gut aussehen und alle anderen fangen an, schon total abzuschaumen. Und ich habe nur echt schon recht kurze Nägel. Es ist jetzt... Ich kann mich nicht damit rausreden, ja, von wegen, ich habe so lange Nägel, ich ditch überall gegen. Ich habe jetzt auch keine Tätigkeit auf Arbeit, wo ich jetzt großartig Sachen anpacken muss. Das ist halt ein Bürojob, da tippt man ein bisschen auf der Tastatur rum. Aber, nee, echt, also, das würde ich mir nicht wieder kaufen.
das ist ein Gefummel hier. Kann ich mich gleich mit in der Badewanne begnügen, da will ich nämlich gleich hin. Ja, ansonsten ist das hier für mich leider ein absolutes Daumen-runter-Produkt. So leid mir das tut. Ich habe mir da echt mehr von versprochen. Und ich habe auch schon ein paar Videos gesehen, wo das wirklich funktioniert. Aber die hatten alle diese Lampe. Die habe ich nun mal nicht. Und die werde ich mir aber auch ganz bestimmt nicht anschaffen, nur damit ich diesen Peel-Off-Base-Coat benutzen kann. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, falls ihr den auch habt, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt und ob ich irgendwas falsch mache oder... Wie gesagt, ich halte mich an die Richtlinien, die hier auf der Box stehen. Da steht ja nicht besonders viel. Großzügig auftragen, 10 Minuten warten lassen und dann halt 3 Stunden kein warmes Wasser. Und all daran habe ich mich gehalten, sogar länger. Länger als 10 Minuten, länger als 3 Stunden. Und trotzdem, ja, so. Einige hören es vielleicht, Hannah weint, ich muss nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!